Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute zu unserem letzten Web-Talk hier interaktiv. Jetzt ist Birke weg. Ich hoffe, dass sie gleich wieder reinkommt. Das kriegen wir aber sicher hin. Ich will Birke schon mal vorstellen, auch solange sie noch nicht oder wie jetzt gerade nicht da ist. Wir haben über Bildung diesmal zu sprechen und Birke Buhl-Bischoff ist Erziehungswissenschaftlerin und sie ist bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag für die Linke also. Seit November ist ja der Privatbereich für den Corona-Schutz sehr stark eingeschränkt worden. Im Ergebnis hat sich das Covid-19-Virus wieder stark ausgebreitet und nun haben wir den zweiten Lockdown. Hallo Birke, du bist wieder da. Ich habe schon mal anmoderiert. Schön, dass wir uns gleich wieder sehen. Mir ist schon mal ganz kurz das Herz in die Hose gefallen, dir wahrscheinlich auch. Also, wir reden heute über Bildung und um Bildung in Corona. Anschluss verpasst. Nachdem wir jetzt den zweiten Lockdown wieder haben, stellen sich ja einige Fragen. Mein Sohn ist in der ersten Woche wieder zu Hause und heute früh gab es auch schon eine erste kleine, er nennt es auch schon Zoom-Konferenz, obwohl es mit einem ganz anderen Anbieter war, eine kleine Zoom-Konferenz mit den anderen Schülerinnen und Schülern und der Lehrer ist verzweifelt an dieser Aufgabe. Es war auch in den vorherigen Tagen ein ernsthaftes Problem. Zum Teil kamen Schülerinnen und Schüler nicht rein, hatten zum Teil auch gar keinen Anschluss. Alles diese Fragen, wie gehen wir mit Corona und Bildung um? Wir haben am Anfang ja gesagt, Deutschland hat die Digitalisierung verschlafen. Ist denn die Bundesregierung jetzt eigentlich aufgewacht oder nicht, Birke? Also wir hatten vor zwei Wochen im Deutschen Bundestag dazu eine Aktuelle Stunde. Die haben wir ganz bewusst SOS aus den Klassenzimmern, SOS-Klassenzimmer genannt. Weil so wie dir geht es vielen Eltern, geht es vielen Lehrerinnen und Lehrern, geht es auch Politikerinnen und Politikern, dass es ist, also man möchte fast starke Worte wählen, es ist vielerorts in der Tat eine Katastrophe. Wir sind wieder mitten in der Krise drin. Das hat ganz viel mit Mangelwirtschaft zu tun. Mangelwirtschaft, die wir auch schon vor der Krise, vor der Corona-Krise beklagt haben. Zum Beispiel die Frage, dass wir nicht genügend Lehrkräfte, nicht genügend Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen haben. Ich finde zum Zweiten, es hat ganz viel mit sozialer Ungleichheit zu tun. Während die einen natürlich meckern, dass ihre Videokonferenz, so wie eben meine, zusammenbricht, man rausfliegt, haben die anderen das Problem, es gibt keinen Rückzug in Zimmern, wo man vernünftig und in Ruhe lernen kann. Viele Schülerinnen und Schüler haben, gerade die auf Sozialleistungen angewiesen sind, haben keinen eigenen Laptop. Die Wohnungen sind viel zu klein, sie sind verantwortlich für viele andere, Eltern sind resigniert. Also hier zeigt sich wie kaum in einem anderen Bereich wieder, dass es Arme und Reiche gibt und dass die Krise eben nicht alle gleich trifft. Und das Dritte, ich finde, Corona macht deutlich, unser Schulsystem ist nicht eines, was zu den innovativsten gehört. Ich finde, es ist auch keines, was sehr stark von den Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern ausgeht. Ich würde sogar manchmal so weit gehen, dass unser Schulsystem hier und da in der Tat eine Bildungsbremse ist. Und wenn ich noch eine Minute Zeit habe, will ich mal nur kurz skizzieren. Ich denke, wir kommen ja dann auch nochmal da drauf. Wir haben uns als Bildungspolitikerinnen und Politiker der Linken so mal 5 Punkte ausgedacht. Vielleicht auch eine ganz gute Meckergrundlage. Wir haben es Big Five genannt. Big Five, also die großen 5 Punkte für Bildung. Demokratisch, inklusiv und sozial gerecht. Nämlich zum einen zu sagen, digitales Lernen muss für alle jungen Leute möglich sein. Wenn wir nur einmal ein Beispiel nennen, die Forderung kann nicht heißen, wir stricken ein kleinteiliges Förderprogramm nach dem anderen, sondern wir müssen klare Verhältnisse schaffen. Und das heißt zum Beispiel, das Bildungs- und Teilhabepaket dort klar zu regeln, dass ein Computer, ein Drucker und Verbrauchsmaterial zu gewissermaßen einer digitalen Grundsicherung gehört. Wir haben gesagt, Nummer 2, wir müssen weiter dranbleiben, eine Bundesoffensive zu starten für Lehrkräfte, im Übrigen auch für Erzieherinnen und Erzieher
und für Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. Eine ganz wichtige Sache, gerade letzteres, Schulsozialarbeiter, die oftmals auch die Perspektive von jungen Leuten selbst in den Blick nehmen. Die gucken, wie leben die, was haben die für Probleme, gerade jetzt bei den geschlossenen Schulen. Deswegen haben wir gesagt im Bundestag, das übrigens schon vor langer Zeit, Schulsozialarbeit muss ins SGB 8. Das SGB 8 ist das Kinder- und Jugendhilferecht. Ein dritter Punkt, haben wir gesagt, Lust auf Bildung braucht es und nicht auf Bulimie lernen. Das mache ich mal mit einem Beispiel. In meiner Hausgemeinschaft lebt eine 14-Jährige und ihr Vater ist positiv getestet. Die musste also in Quarantäne. So, und ihre größte Sorge im Moment ist die, dass sie, wenn sie in die Schule zurückkehrt, dann 4 aufgelaufene Tests nachholen muss. So, und da sage ich, das ist doch Bildungsbremse pur. Das macht keinen Spaß, das tötet sämtliche Neugier, sämtliche Lust aufs Lernen. Damit muss Schluss sein. Nummer 4, wir brauchen Geld für gute Schulen, für moderne Schulen, für inklusive Schulen. Auch jetzt bei Corona kann man ja merken, wenn wir dann immer von Lüften, was ja gut und richtig ist, von gut und von Lüften reden, geht es ja manchen Schulen so, die können nicht mal die Fenster öffnen. Da funktionieren die Toiletten nicht. Das ist also für ein Land, was sich stets und ständig Bildungsland nennt, einfach eine Katastrophe. Und hier muss man was ändern. Letzter Punkt, heißes Thema, haben wir auch lange darüber diskutiert, ist die Frage, was machen wir mit dem Föderalismus? Ich bin nach Berlin gegangen und habe meinen Kolleginnen und Kollegen damals im Landtag versprochen, hoch und heilig, ich werde nicht am Bildungsföderalismus herumnörgeln. Meine Argumente für den Bildungsföderalismus, wie er jetzt gestrickt ist, sind sehr, sehr dünn geworden. Das geht wahrscheinlich vielen so. Ich kann niemandem mehr erklären, dass die Bundesregierung auf der einen Seite 6,5 Milliarden Euro locker gemacht hat. Das ist wirklich viel Geld. Das muss man erstmal, reicht nicht. Keine Frage, aber für den Anfang ist es schon viel Geld. Und man aber das Gefühl hat, dass einfach dadurch, dass zwischen den Ländern verhandelt werden muss, dass Kompromisse gefunden werden muss, dass eine horrende Bürokratie am Laufen ist, dass dass das Geld zwar auf den Konten bereitsteht, aber nicht in den Schulen, nicht bei Schülerinnen und Schülern und auch nicht bei den Lehrkräften ankommt. Und das ist ein klares Signal dafür, dass wir Föderalismus einfach mal reformieren müssen. Vielleicht erst mal so weit. Ich glaube, da ist genügend Stoff. Da kann ich aber direkt einhaken. Das ist ein verheerendes Zeugnis, was du ausstellst. Im Übrigen Zeugnis, lustiges Wortbild. Also ein verheerendes Zeugnis, was du ausstellst. Du sprichst von Katastrophe, Mangelwirtschaft, fehlender Investitionen. Man kommt sich so ein bisschen vor wie aus einer früheren Zeit, was immer vorgeworfen wurde. Ist es so, dass die Bildungsrepublik Deutschland also eigentlich gar keine richtige ist derzeit? Also ich finde wirklich nicht, dass sie diesem Anspruch gerecht wird. Wenn man bis vor der Krise noch das eine oder andere Loch stopfen konnte, wenn man so Mangel und Defizite unter der Decke halten konnte, hat die Krise wirklich gezeigt, in welchem Zustand unser Bildungssystem ist. Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass mir da so viele Leute noch widersprechen. Wir haben seitdem auch ungezählte Debatten dazu im Deutschen Bundestag gehabt. Nur die Debatten im Bundestag, die helfen niemandem, sondern man muss endlich, das hat viel mit Geld zu tun, das hat viel mit langfristiger Planung zu tun, das hat viel damit zu tun, schnelle und unbürokratische Lösungen jetzt zu finden. Weil auf der einen Seite muss ich natürlich, dafür bin ich Politikerin und auch noch in der Opposition, die Mangelwirtschaft schon beim Namen nennen, aber auf der anderen Seite brauchen wir jetzt auch schnelle und unbürokratische Lösungen, um nach vorne zu kommen. Und was heißt das jetzt in der Praxis, und gibt es schon statistische Erhebungen von euch, wo man sehen kann, dass die Bildungsungleichheit sich verstärkt hat, oder ist das alles noch zu frisch? Also es gab ja noch schon vor Corona Statistiken, die sehr eindrücklich waren, fand ich immer. Das Verhältnis von Schülerinnen und Schülern, die das Gymnasium besuchen und deren Eltern einen Hochschulabschluss hatten, zu denen, die das nicht tun, das kann kein Zufall sein. Nun ist es aber jetzt womöglich noch verheerender geworden oder nicht? Gibt es dazu Zahlen?
Also mich haben selten so viele Mails erreicht wie zu diesem Thema. Das hat auch medial tatsächlich Niederschlag gefunden. Also aus Nordrhein-Westfalen schreibt mir ein Vater, er hat beide Söhne auf dem Gymnasium in dem Falle und die können gar nicht zu Hause Distanz oder digital lernen, weil sie haben einfach keine, sie haben einfach keine eigenen Geräte. Der ist also in viele in eine gerichtliche Auseinandersetzung gekommen. Da haben wir ja unheimlich viele verschiedene Gerichtsurteile. Da bist du besser als ich, du bist Jurist. Also das ist zumal, das ist die empirische Erfahrung. Aber ich finde, du sprichst, wie ich finde, ein wichtiges Thema an. Ich will das mal, wenn wir ein Beispiel machen. Wir hatten vor 2-3 Wochen im Bundestag eine Debatte zu MINT-Bildung. Heißt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Bildung. Lieblingskind der FDP. Ich finde das auch völlig richtig. Also da muss man viel tun. Einer unserer Befunde war, dass viele junge Leute, gerade die in Brennpunktschulen lernen, die in prekären Stadtteilen unterwegs sind, die auch sonst in belasteten Lebenslagen leben und lernen müssen, dass sie gar nicht so einen Zugang haben zu diesen guten Angeboten. So, daraufhin kriegte ich eine Mail vom Haus der kleinen Forscher. Der Vorstandsvorsitzende fragte mich, ob ich da nicht auch Zahlen vorlegen könne. So, jetzt haben wir die Bundesregierung an vielen Stellen gefragt. Zum Beispiel bei der Frage Schulbau. Wie viel Schulbaumittel sind denn eigentlich in gymnasiale Schulen gegangen, wie viel Schulbaumittel in Sekundarschulen und Förderschulen. Spannend, ja. Keine Angabe. Mhm. Ja. Ich höre zum Beispiel in der beruflichen Bildung, dass gerade junge Leute, die in außerbetrieblichen Ausbildungen unterwegs sind, zum Beispiel über gar keine digitale Ausstattung in den Ausbildungsbereichen dort verfügen. Auch da liegen keine Zahlen vor, sondern nur die Berichte der Träger. Und was ich damit sagen will, ist, ich komme ja aus der Frauenbewegung und ich fühle mich manchmal so wie vor 20 Jahren, als wir Frauen gesagt haben, klar, es gibt noch viel zu tun in Sachen Gleichberechtigung der Geschlechter und wir immer die Antwort gekriegt haben, naja, was wollt ihr denn? Steht doch alles im Grundgesetz, dass ihr gleichberechtigt seid. Das heißt, wir hatten damals auch keine Zahlen und ich habe jetzt so diesen Verdacht, dass wir viel zu wenig Forschungsbefunde haben, dass wir viel zu wenig Statistiken haben und deshalb auch viel zu wenig Aufmerksamkeit, wie sich soziale Ungleichheit so in den unterschiedlichen Bildungsbereichen, unterschiedlichen Schulformen, wie die sich niederschlägt. Und deswegen ist das eines meiner Schwerpunkte, die ich mir so für die letzte Zeit der Legislaturperiode noch vorgenommen habe, da mal genauer hinzugucken, was muss man machen, um dieses Thema sichtbar zu machen und nicht immer nur in Nebensätzen zu formulieren, wenn wir mal wieder eine PISA-Studie vorliegen haben. Also ich finde das ganz wichtig, hier öffentliche Aufmerksamkeit zu schaffen. Ja, also ich will da vielleicht nochmal drei Beispiele aus meiner Anwaltstätigkeit beisteuern. Eins ist alt, das stammt aus 2011 etwa. Eine junge Frau, alleinerziehend, zeigt mir in Hartz IV Bescheid und ich sage, na ja, und ihr Kind wird ja dann auch dann irgendwann mal vielleicht einen Aufstieg machen und was Besseres werden. Und dann sagt sie, wir haben uns dann irgendwann geduzt, so, na ja, Jörg, also mein Kind wird nie aufsteigen. Schau dir doch meinen Bescheid an. So, und das hat mich total deprimiert, schon das war vor Corona. So, nun war es so, jetzt in Corona kam plötzlich an uns, du hast das ja auch zum Teil mitbekommen, plötzlich Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz im sozialrechtlichen Verfahren, wo Eltern von Kindern für ein digitales Endgerät Zuschüsse bekommen wollten, aber nicht bekommen haben oder nicht schnell genug bekommen haben und dann die Sozialgerichte sich auf so eine, naja, wie nennt man das, üble Methode verweisen lassen mussten, sind 150 Euro nach vorheriger Antragstellung ausreichend, kann man auf irgendwelchen eBay-Märkten vielleicht das dazu kriegen. Am Ende haben sie es dann ein bisschen höher gesetzt auf 250, uiuiui. Und es gab einen Fall, den habe ich ja auch schon gelegentlich erzählt, wo zwei Roma-Mädchen aus Berlin überhaupt keine Datenverbindung hatten und dann in eine Geschäftsstelle der Linken
von Sebastian Schlüsselburg geschickt wurden von mir, damit sie dort überhaupt mitlernen können. Also Corona hat die Bildungsungleichheit nochmal massiv verschärft, oder? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also zum einen natürlich, was die materielle Ausstattung betrifft. Und ich kann mich gut erinnern an die erste Debatte, die wir dazu im Bildungsausschuss hatten. Also da war auf die Antwort auf meine Frage, wie wollen wir sichern, dass alle jungen Leute in Schule ein Endgerät, also das ist ein blöder Begriff, aber einfach einen eigenen Computer haben, weil ich finde auch einen eigenen Computer besser als ein Leihgerät, aber das hat pädagogische Begründungen. So, da habe ich die Antwort der Bundesbildungsministerin gekriegt, sind die Länder für zuständig. So, und bei aller Konkurrenz muss man mal sagen, in der Tat ist es der SPD zu verdanken, in den Gesprächen zwischen den Koalitionsparteien, dass hier überhaupt Bewegung ins Spiel gekommen ist, dass überhaupt 500 Millionen zur Verfügung gestellt wurden, um jenen Kindern, die keins haben und die auf Sozialleistungen angewiesen sind, die Möglichkeit zu geben, wenigstens eins zu leihen. Ich halte das für keine gute Idee, also für keine dauerhaft gute Idee, weil man immer wieder nur auf Förderprogramme angewiesen ist und wir brauchen eine dauerhafte Lösung. Deswegen habe ich vorhin das mit dem Bildungs- und Teilhabegesetz-Paket gesagt. Und ein zweites Problem ist, der Digitalpakt Schule ist nach dem Königsteiner Schlüssel ausgeteilt worden zwischen den Ländern. Das heißt, nach Köpfen und nach Steueraufkommen. So, das Problem, was daraus folgt, ist dann, dass wir gerade in den Stadtstaaten, wo die Armut von Kindern am größten ist, weniger Mittel pro Schülerin und Schüler bekommen, als beispielsweise im reichen Bayern oder im reichen Baden-Württemberg. Also deswegen finde ich so ein Prinzip wie Sozialindex, die Gewerkschaften haben das Sozialindex genannt, zu sagen, Leute, wir müssen davon ausgehen, dort, wo die größten pädagogischen Herausforderungen warten, in Brennpunktvierteln, blöder Begriff, ich habe jetzt erstmal keinen anderen, in den Schulformen, wo Kinder unterwegs sind, die in schwierigen Lebenslagen unterwegs sind, da muss das meiste Geld, das beste Personal und die schönsten Schulen hin. Das heißt, die Gelder nicht mit der Gießkanne auszugeben, sondern in der Tat zu sagen, da wo sie am meisten gebraucht werden, da muss auch das meiste Geld hin. Ja, also Sozialindex statt Königsteiner Schlüssel, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich die Frage dieser Computer, Endgeräte, was auch immer, für alle Kinder, oder? Ja, ich sag mal, wünschenswert wäre es schon, dass alle Kinder eins zur Verfügung haben. Ich fände, es wäre schon ein richtiger oder ein guter Schritt nach vorne, wenn wir wenigstens den Kindern, die sich das auf eigene Kosten nicht leisten können, durch öffentliche Finanzen, durch öffentliches Geld eins zur Verfügung stellen würden. Aber du sprichst in der Tat ein heißes Thema an, das nennen die Experten die Community Bring Your Own Device. Ich habe mich mit vielen Lehrerinnen und Lehrern, gerade solchen, unterhalten, die da schon digital ganz gut unterwegs sind, die immer wieder ein großes Plädoyer dafür abgeben, Kindern und Jugendlichen ihr eigenes Gerät zu ermöglichen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich bin nicht so eine Freundin von den Leihgeräten, weil man hat sein eigenes Gerät. Da ist man für verantwortlich, dass das geladen ist. Da ist man für verantwortlich, dass die Updates funktionieren. Das kann man sich einrichten. Man hat eine ganz andere Beziehung dazu. Ich bin deshalb auch eine Verfechterin dessen. Aber ich sage mal, in Krisenzeiten, so wie wir es jetzt haben, wiederhole ich mich jetzt, ist es schon mal ein erster Schritt, wenn die Kinder, die sich das selbst nicht leisten können, wenigstens ein Leihgerät bekommen. Okay, und für die Zukunft heißt es dann natürlich auch digitale Selbstverständlichkeit. Alle haben dann auch ein Gerät. Das ist eigentlich sozusagen Grundversorgung. Jetzt höre ich allerdings durchaus auch in der Linken, auch bei uns, ja, was soll das alles bringen, diese ganze Digitalisierung im Bildungssystem brauchen? Wir brauchen mehr Lehrer, das kann das doch alles gar nicht ersetzen. Ist da was dran oder ist das traditioneller Oldschool-Verständnis? Also ich finde, Bildung hat was mit Leben zu tun.
zur Lebenswirklichkeit von kleinen und großen Kindern gehört, die wachsen mit den Dingern auf. Die wollen wissen, wie geht das? Es gehört zum Leben, es gehört zur Teilhabe. Und das heißt für uns, die wir Bildung organisieren, wir müssen daraus Bildung stricken, sage ich mal ganz platt. Wir müssen ihnen zeigen, wie die Dinger funktionieren. Wir müssen ihnen digitale Mündigkeit, entwickeln. Das heißt nicht nur Microsoft Office 365 kommt daher und alle lernen jetzt mit diesem Programm umzugehen, sondern das heißt, hinter die digitalen Kulissen zu gucken, selber zu programmieren, selber zu gestalten. Also das sind für mich zwei ganz wichtige Prämissen. So selbstverständlich, Bildung bleibt ein sozialer Prozess. Und niemals werden digitale Werkzeuge das menschliche Miteinander ersetzen. Das hat auch niemand vor. Also ich finde, nach wie vor müssen wir auch thematisieren. Das haben wir Linken auch im Bundestag oft gemacht. Deswegen habe ich ja dieses starke Wort auch genutzt mit der Mangelwirtschaft. Wir haben viel zu wenig Lehrkräfte. Wir haben viel zu wenig Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen. Nein, ich finde, Lernen mit digitalen Werkzeugen, mit digitalen Mitteln ist kein Krisenszenario. Das gehört zu moderner, zeitgemäßer Schule. Genauso wie Lehrerinnen und Lehrer, die damit umgehen können, die Bock drauf haben, sich damit zu beschäftigen, die Kompetenzen haben. Da müssen wir viele, viele Möglichkeiten bieten für Fortbildung. Das ist kein einfacher Prozess. Du hast das ja so ein bisschen angesprochen. Auch in unserer Partei gibt es Vorbehalte. So gibt es auch zwischen Lehrkräften oder bei Lehrkräften. Vorbehalten sind auch nur Menschen. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir niedrigschwellig Möglichkeiten bieten, die müssen mal gucken können, die müssen mal probieren können. Da muss man nicht mit Lehrerschelte daherkommen. Aber ich finde, digitales Lernen gehört zu den digitales Lernen gehört zu den Schlüsselkompetenzen für die Zukunft. Und da müssen wir uns auf die Strümpfe machen, alle. Und in welchen Bereichen würde aus deiner Sicht was würde sich da anbieten, jetzt auch nach Corona? Wenn man sagt, also klar, der soziale Prozess Lernen kann nicht einfach ersetzt werden durch Bits und Bytes und muss weiter auch sozusagen ein gemeinschaftlicher Prozess sein und am besten eben auch noch ein kooperativer und kein konkurrenzgesteuerter, ist ja auch immer ein Riesenproblem. Abgesehen davon, mein Kind macht jetzt in der dritten Klasse Schulnoten, ich kotze richtig ab und er auch. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Jedenfalls, wie kann das denn eigentlich ergänzt werden, dieser digitale Prozessbildung durch den sozial-kooperativen Prozess, auch das gemeinsame Lernen wirklich im Angesicht zu Angesicht? Wo geht da eigentlich was, auch nach Corona? Ich bin ja keine Technikerin, ich bin Pädagogin und ich muss mir diese ganzen technischen Dinge auch mühsam aneignen. Da habe ich sehr liebenswerte Expertinnen und Experten an meiner Seite, die mir diese Welt eröffnen. Und was ich das Faszinierende an dieser Welt fand und immer noch finde, ist, es bringt so eine neue Lernkultur, eine neue Schulkultur mit sich, nämlich kollaboratives Lernen, also gemeinschaftliches Miteinander lernen. Also nicht, wir setzen junge Leute vor den Computer und dann machen die à la Learning Analytics, da arbeiten die ihr Programm ab und fertig ist der Lack, sondern wirklich zu gucken, wie kann man gemeinsame Dinge hinkriegen. Das ist jetzt, das gebe ich zu, bei Distanzlernen, also etwas schwieriger, ne? Weil man sieht sich nicht von Angesicht zu Angesicht. Dennoch ist es auch möglich. Es gibt die Möglichkeit von Lernplattformen, wo man auch interaktiv unterwegs ist. Moodle zum Beispiel, obwohl wir jetzt gerade ein Desaster erlebt haben, wo man digital miteinander lernt, wo man an einem gemeinsamen Gegenstand lernt, an einer gemeinsamen Aufgabe. Das in dem Falle digital. Und ich finde dieses... Also man kann es in Präsenz machen, man muss es in Präsenz machen, das ist gar keine Frage, wenn wieder alle in die Schule dürfen. Man kann aber dieses Miteinander
und dieses Arbeiten so an gemeinsamen Aufgabenstellungen, das Auseinandersetzen mit Problemen, das gemeinsame Recherchieren, das geht auch digital. Und ja, das fand ich total faszinierend, dass man mit diesen Mitteln auch so eine neue Lernkultur hinkriegt. Also nicht dieses, es sitzen alle in der Busformation, entweder im Klassenraum oder jetzt vorm Bildschirm, sondern wir haben Gruppen und die arbeiten miteinander. Das finde ich, das muss die Schule der Zukunft sein, unbedingt. Ja, gerade wenn Aufgaben erstellt werden, fällt mir immer mal wieder auf. Ich frage mich, warum nicht manchmal Aufgaben dann, und das geht digital, finde ich, genauso gut, gemeinsam gelöst werden können. Also Schüler A schreibt was, Schüler B geht drüber, Schüler C guckt nochmal nach und so weiter. Und am Ende wird diese Aufgabe gemeinsam abgegeben, statt dass jeder seine eigenen Fehler macht und dann vom Lehrer erzählt kriegt, warum er jetzt und was er gerade schon wieder alles falsch gemacht hat. Ich finde, das ist eigentlich ein viel kooperativerer Prozess. Das würde ich mir zumindest für die höheren Klassen vorstellen. Bei den kleineren dürfte es wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig sein, oder was glaubst du? Na, das kommt drauf an. Also ich bin ja da, ich bin sogar, also bei uns ist ja immer so die strittige Frage, fangen wir dann schon in der Kita, in der frühkindlichen Bildung mit damit an? Da kriege ich sofort Gegenwind, ich verstehe es auch ein bisschen. Nicht schon die ganz kleinen Kinder von digitales Endgerät setzen, ja, das verstehe ich. Aber man kann ja durchaus auch schon in der Kita mit Algorithmen spielen. Und was ich eben wichtig finde, ist, das ist ja so, die sind die Generationen nach uns. Also zu lernen, wie Algorithmen funktionieren, wie das geht, wie man Programmieren lernen kann mit einfachen Mitteln. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Calliope Minis kennen. Da kann man viel kritisieren, weil sie nicht öffentlich finanziert und staatlich zur Verfügung stehen. Aber auf jeden Fall sind das kleine interessante Dinge, mit denen man schon in der Grundschule das Programmieren lernt. Und ich habe mir das selber angeguckt. Ich habe mir 10 Schulen angeguckt in Sachsen-Anhalt, die damit schon arbeiten. Und da ist dieses Prinzip Frontalunterricht nicht mehr, sondern die arbeiten miteinander. Die gucken sich beim Nachbarn an. Wie machst du das, dass du jetzt eine Disco-Glucke zum Beispiel programmierst? Wie kriegt man das da programmiert, dass da mein Name dann auf einmal oder mein Amt oder weiß der Geier, was da kommt? Also so dieses spielerische Lernen, das finde ich wichtig. Und ich bin da auch eine Vertreterin, muss ich sagen, kann man nicht früh genug beginnen. Genau, da komme ich gleich nochmal zurück in der Frage, ab wann und so und in der Schule vielleicht ein Handy. Spannende Frage. Jetzt gibt es aber nochmal ein paar Fragen aus dem Publikum bei Facebook. Ich würde Daniel mal bitten, ein paar Fragen hier reinzustellen. Genau, es sind einige Fragen bei Facebook reingekommen. Vorab vielleicht nochmal die Bitte von mir, wenn euch der Talk gefällt bisher, dann teilt ihn ruhig, liked ihn und macht auf Facebook schöne Verbreitung oder sorgt für die schöne Verbreitung. Es gab einige Fragen, ich habe es angekündigt. Zum einen Frage von Klaus zur Schulsozialarbeit. Was plant die Linke da eigentlich auf Bundesebene oder was ist da überhaupt gerade am Laufen und was sagen wir dazu, dass das irgendwie besser finanziert werden soll? Matthias fragt, wie die Qualität der Bildung eigentlich ist, ob es da, so würde ich das mal deuten, die Frage, ob es da Untersuchungen gibt, wie digitaler Unterricht, welche Bildungsqualität das hat, auch in Bezug auf vielleicht andere Formen von Unterricht. Und Maren fragt, haben wir eigentlich eine Idee, wie wir die Lerndefizite minimieren können, die während der Corona-Zeit bei den Kindern entstanden sind? Ich glaube, das sind erstmal ein paar Sachen, die man angehen kann. Und wenn ihr dann noch Zeit habt, dann vielleicht noch eine vierte. So, der Ron hat geschrieben, das Betriebssystem Kapitalismus wurde eben für Wohlhabende entwickelt. Ihr habt das ja auch schon mal angeschnitten, das Thema. Frage von, wie sind eigentlich Bildungschancen und so. Vielleicht könnt ihr das auch nochmal ein Stück weit vertiefen, beziehungsweise wie dann auch Antworten der Linken irgendwie zu aussehen könnten. Genau, das ist das mal von mir. Ja, Birgit, dann fangen wir an. Also, Schulsozialarbeit. Ich habe vor meiner Zeit in Berlin ganz viel mit Schulsozialarbeit zu tun gehabt, habe auch die ganzen Debatten erlebt, weil das Ärgerliche ja in vielen Ländern ist, dass es ESF finanziert ist. Das ist die drittbeste Variante, einfach deshalb, weil
das immer wieder mit schlechten Arbeitsbedingungen zu tun hat. Dann sind die Verträge jedes Mal nur befristet. Leute können sich nicht auf ihre Arbeit konzentrieren, sondern darauf, dass sie irgendwann den nächsten Antrag stellen müssen und so. Wir haben in den letzten Jahren insofern einen Fortschritt erreicht, weil ich glaube, es gibt keine Partei mehr, die sagt, Schulsozialarbeit hat in Schule nichts zu suchen. Wir sind für Tests da, für Zeugnisse und dergleichen und so fort, das müssen die Eltern machen. Ich fand im Übrigen auch die Debatte im Bundestag zur Schulsozialarbeit überraschend sachlich. Was haben wir jetzt vor? Wir haben schon vor, ich glaube, es war anderthalb Jahre, muss das schon her sein, haben wir einen Antrag gestellt, Schulsozialarbeit muss als Regelaufgabe in das Kinder- und Jugendhilferecht, ins SGB VIII aufgenommen werden. Das ist mit viel Wohlwollen, dem ist mit viel Wohlwollen schon begegnet worden. Wir hatten dazu eine Anhörung im Bildungsausschuss, haben durchweg Zustimmung gekriegt von den Expertinnen und Experten. Wir wollen jetzt diesen Antrag zurück ins Plenum holen. Ich bin aber also jeglicher Illusion ledig, dass wir dafür keine Mehrheiten bekommen werden. Aber ich glaube, das wird eine der zentralen Forderungen in unserem Bundestagswahlprogramm werden. Ist auch ehrlich gesagt ein Herzensthema von mir. Dann war die Qualität von digitaler Bildung. Also ich glaube, das ist wie mit Bildung insgesamt oder mit Didaktik und Methodik. Man kann es gut machen, man kann es schlecht machen. Wir beobachten in der Tat, das sind aber so mehr empirische Erfahrungen, dass Kolleginnen und Kollegen, Lehrkräfte ein bisschen dazu neigen, das, was sie sonst im Klassenraum gemacht haben, Frontalunterricht, jetzt einfach, also so analoge Form, einfach zu übersetzen ins Digitale. Das ist natürlich, das ist Gähn. Das ist natürlich, also niemand möchte sich in 8 Stunden lang in eine Videokonferenz setzen, um es mal ein bisschen extrem zu machen. Da haben wir ordentlich Nachholbedarf. Also gerade was so digitale Didaktik und solche Dinge betrifft. Studien sind mir ehrlich gesagt noch nicht bekannt, aber das kann auch gut an mir liegen. Mir fehlt da manchmal die Zeit, mir auch, oder ich nehme mir zu wenig Zeit, da mal zu gucken, was hat uns die Wissenschaft für Befunde zu liefern. Aber ich finde, wir müssen da unbedingt dranbleiben. Das finde ich auch so selber. Wir sind ja jetzt auch geworfen auf Videokonferenzen und auf unterschiedliche digitale Settings und wir durchleben auch so ein bisschen so einen Prozess, wie kann man es so machen, dass es auch Spaß macht, wenn man so mit anderen ins Gespräch kommt. Wie können wir die Lerndefizite aufholen? Also ich finde, indem wir Bildung gestalten in Schule, indem wir aufhören mit dieser ständigen Testeritis und mit den ständigen, also ich habe mich furchtbar geärgert dafür, dass die größte Aufmerksamkeit im ersten Lockdown tatsächlich hatte, wie kriegen wir die Leute durchs Abitur? Mal abgesehen davon, dass also die Situation in Förderschulen, ich bin keine Freundin von Förderschulen, aus vielerlei Gründen, das will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber trotzdem lernen da Kinder. Und diese Situation, die hat in der öffentlichen Aufmerksamkeit kaum eine Rolle gespielt. Das heißt, zu überlegen, wie können wir Schule so gestalten, dass Kinder, dass junge Leute wieder Spaß dran haben. Mich hat vorgestern ein Schulleiter, ich habe mit einem Schulleiter aus meinem Wahlkreis telefoniert, ein stellvertretender Schulleiter, weiß gar nicht, vielleicht guckt er jetzt auch zu, ich verrate auch nicht, wer es war, der hat den Satz gesagt, wenn wir mit digitalen Mitteln arbeiten, dann müssen wir gucken, dass wir die Interessen, die Kinder haben, aufnehmen. Was bewegt die? Wo haben die Neugier? Wo sind die mit Interesse unterwegs? Und ich habe dann gesagt, wissen Sie was, das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Aber wir haben in Schulen organisiert über die Jahre Bulimie lernen. Immer zu gucken, wo ist der nächste Test? Was muss ich alles auswendig lernen? Und da, das ist auch so eine Bildungsbremse. Die haben keinen Bock mehr. Und wenn wir aber Schule umgestalten, so dass Interessen eine Rolle spielen, dass Methoden und eine Didaktik da praktiziert wird, die, wo wieder Spaß eine Rolle spielt, dann kann man eigentlich relativ schnell Defizite aufarbeiten. Ich glaube, ja, Betriebssystem, Kapitalismus für Wohlhabende, das ist wohl wahr.
Hält mich aber nicht davon ab, zu sagen, auch in diesem Betriebssystem will ich dafür sorgen, dass also gerade Brennpunktschulen, gerade die Arbeit von Lehrkräften da, gerade die Situation von Familien, denen es schlecht geht, öffentliche Aufmerksamkeit. Dafür sind wir als Linke da. Und ich sage immer, der Mangel an sich ist schon sehr ärgerlich. Aber unsere Aufgabe ist, nochmal zu zeigen, dass der Mangel, die Mangelwirtschaft bei denjenigen noch größer ist als unter normalen Umständen. Genau, da würde ich direkt anknüpfen. Also zum einen, ich will auch sagen, das hat mich sehr, sehr unangenehm berührt im ersten Lockdown. Das ist vor allen Dingen, wenn es um Schule ging, darum ging, ob die Leute durchs Abitur kommen. Als ob das jetzt das Entscheidende ist. Also wenn man etwas, ob man etwas lernt oder ob man durchs Abitur kommt. Natürlich ist es sinnvoll, dass man einen Abschluss macht. Aber die entscheidende Frage waren doch hier ganz andere. Die Vorschläge, die dann in verschiedenen Zusammenhängen, die es gab, ob man Durchschnittsnoten bildet oder mal auch vielleicht mal auf Noten ganz verzichtet in bestimmten Situationen. Das wäre doch aus der praktischen Sicht viel wichtiger gewesen. Und dieses der Vorwurf des dummen Lernens, also dass Leute etwas lernen, aber eigentlich es nicht verstehen, der hat sich dort nochmal in einer sehr praktischen Art und Weise gezeigt. Und auch nochmal am letzten Punkt, den du jetzt angesprochen hast, Birke. Ja klar, das Betriebssystem bedeutet nicht, dass hier alles gleich ist in der Bildung und klar ist, dass wir nicht allein über bloßen Bildungsaufstieg eine andere gesellschaftliche Struktur herstellen können. Trotzdem darf es uns nicht umgekehrt egal sein, ob eine Gemeinschaftsschule entsteht oder ein hohes elitäres Gymnasium, ob die Schule und wo sie entsteht, auch du hast es angesprochen, ob Mittel in Brennpunktschulen zur Verfügung gestellt werden oder sagen wir mal in anderen Schulen, die es vielleicht gar nicht so nötig haben. Das sind auch Sachen, die Teil von der gesellschaftlichen Auseinandersetzung ist und die wir als Linke effektiv in unserem Sinne auch befördern wollen. Ich bleibe dabei. Das soziale, das gegliederte Schulsystem ist ein Brandbeschleuniger sozialer Ungleichheit. Und ich werde da immer, diesen Sachen immer an passender und unpassender Gelegenheit thematisieren. Aber ich kann eben auch schon im Betriebssystem Kapitalismus gute Gemeinschaftsschule machen. Ja, jetzt würde ich noch mal kurz reinschauen und zwar bei Daniel. Daniel, gibt es weitere Fragen? Ansonsten machen wir noch mal hier eine kleine Runde und macht noch mal eine Runde. Es gab eher so Kommentare, so Fragestellungen. Lohnt sich, also was hat, also so die Frage von, ist Online-Bildung schlecht oder gut, wo es unterschiedliche Einschätzungen gab, wie ich habe gute Erfahrungen gemacht bei meinen Kindern. Es entstanden auch neue Freundschaften, schreiben andere. Sprich, die Gruppe hat sich nochmal anders miteinander gefunden und solche Sachen. Also das sind sicherlich Aspekte, das sind dann eher wahrscheinlich auch individuelle Erfahrungen. Und ich vermute natürlich ein gutes Lernen zu Hause, soweit wie ich das auch kenne. Von meinen Kindern hat es natürlich auch irgendwie, man braucht die Bedingungen, du brauchst einen Computer, also gute Technik, gute Leitung, auch Ruhe, vielleicht auch ein eigenes Zimmer und Ähnliches, und das, was dann bessere und schlechtere Formen oder Ausgangsbedingungen für Lernen noch sind. Genau, aber ihr habt, denke ich mal, noch ein, zwei Fragen, Jörg, oder du. Ja, also zum einen solidarischer Lockdown, das ist das Stichwort, das wir seit letzter Woche haben. Auch wir als Linke haben uns da eindeutig positioniert. Es ist richtig, dass auch die Schulen jetzt geschlossen werden. Das will ich hier auch nochmal so ganz deutlich sagen. Ganz klar, Schulen müssen in solcher Situation geschlossen werden, um der Pandemie Herr zu werden. Aber was heißt solidarisch jetzt als Ausgleich? Birke hat 5 Punkte benannt. Ich will mal noch einen dazufügen, und zwar sind das die Eltern, dass auch die über das Infektionsschutzgesetz hinaus die Möglichkeit haben, zu Hause zu bleiben und damit auch, ohne dass sie letztendlich finanziell schlechter gestellt werden oder gar von Kündigung bedroht werden, in dieser Situation eine gewisse Stressfreiheit bekommen. Das wäre mir auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt. Birke, was meinst du noch? Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und ich wiederum an der Stelle penetrant sage ich, vor allen Dingen die Eltern, die jetzt, also die auf finanzielle Unterstützung, so schlicht wie das mitunter klingt, angewiesen sind, die müssen wir im Blick haben.
weil sie geraten immer aus dem Blick. Also ich sage mal, der Satz Bildung für alle, der wird von allen Fraktionen, von allen Parteien hoch und runter zitiert. Nur ich sage immer, meinen sie wirklich alle? Und deswegen werden wir das immer und immer wieder sagen, alle heißt vor allen Dingen denen eine Stimme zu geben, die in problembeladenen finanziellen Verhältnissen das Ganze bewältigen müssen. Okay, eine letzte Frage noch an Birke, die ein bisschen anders geht, und zwar die mir von der Gamescom 2019 übermittelt wurde. Das wird immer wieder gefragt und ich sage immer pflichtgemäß, natürlich nicht, geht so. Bist du für ein Handyverbot an Schulen? Ja, das habe ich noch auf meinem Zettel, das wollte ich unbedingt, da erzähle ich meine Episode. Und zwar, die Berliner CDU hatte für sich in irgendeinem Positionspapier vor 3 Jahren beschlossen, Handyverbot an Grundschulen. Daraufhin hat das Kinder- und Jugendforum in Berlin die bildungspolitischen Sprecher und Sprecherinnen eingeladen, um mit denen genau darüber zu diskutieren. So, meine Berliner Kollegen konnten aus irgendwelchen Gründen nicht, war ja wirklich eine Landesangelegenheit, habe ich gesagt, okay, ich gehe da mal hin. Und wir saßen tatsächlich bis auf die Rechtsextremen alle Parteien dort. Und vor uns saßen fünfte Klassen, 3 oder 4. Und wir haben die Frage an die fünften Klassen, an die Schülerinnen und Schüler zurückgegeben. Wie seht ihr das? Und ich muss sagen, ich habe selten so überlegte Antworten von ganz junge Leute, Fünftklässler, gekriegt, wie sie sagen, wie wollen wir das Handy bei uns an der Schule nutzen? Also zum Beispiel, um was zu recherchieren, um mal nachzugucken, um kleine Videos zu drehen um sich mal kurz zu verständigen, also ganz, ganz viel. Aber wir wollen auch gemeinsam Regeln aufstellen, zum Beispiel zu sagen, in der Pause werden die ausgestellt, was auch immer wichtig ist, finde ich, dazu den Diskurs an der Schule zu eröffnen, zu sagen, so, wir stellen uns jetzt gemeinsame Rahmenbedingungen auf, gemeinsame Regeln, weil was ich selber als Regel erfunden habe, das halte ich auch ein. Regeln von oben, von außen, da bin ich schnell dabei zu ruinieren. Also ich war total beeindruckt, und wenn ich nicht schon vorher davon überzeugt gewesen wäre, dass ein Handyverbot, Verbote sind sowieso immer schwierig, also da wenig produktiv ist, dann war ich es danach. Aber ich war wirklich schwer beeindruckt. Ihr habt es gehört, wir sind für schlaue Schüler, wir gehen davon aus, dass sie das alles selber regeln. Ich glaube das auch, und ich glaube, mit einem guten digitalen Bildungssystem kriegen wir das auch hin. Wir sollten unsere Schülerinnen und Schüler da nicht unterschätzen, sondern ihnen einfach Dinge zutrauen und sie gemeinsam mit uns Regeln für ein gutes Zusammenleben, zum Beispiel auch mit unseren Handys, ermöglichen. Wir werden gemeinsam schlau. Das war mein letzter Talk in diesem Jahr, aber nur in diesem Jahr. Vielen Dank nochmal an Birke, dass du da warst zum Thema Bildung und Corona. Anschluss verpasst. Ich bedanke mich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern für die Teilnahme und Beteiligung in diesem Jahr. Im kommenden Jahr hören wir uns natürlich wieder. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachten und einen guten Rutsch. Birke, dir nochmal ganz besonders. Bis dann. Tschüss.